1480 stellte sich die Armee Moskaus unter Führung von Iwan III. Den Mongolen an den Ufern der Ugra entgegen. Doch die Moskowiter mit ihren Feuerwaffen waren der mongolischen Armee gewachsen. Als den Mongolen klar wurde, dass keine Verstärkung eintreffen würde, traten sie den Rückzug an. Jetzt konnte Iwan III. Ungehindert seinen Ambitionen zur Expansion Moskaus nachgehen. Trotz seines schnellen Aufstiegs blieb Moskau ein Vasall des Mongolenreichs. Doch nach dem Gefecht an der Ugra brachte Iwan die Mongolen durch die Verweigerung des Tributs noch mehr gegen sich auf. Trotzdem folgte nie der Vergeltungsschlag. Die mongolische Herrschaft bröckelte auf höchster Ebene und die Goldene Horde zerfiel in kleinere Khanate, die sich gegenseitig bekämpften. So konnte Moskau weiter expandieren. Iwan III. Übernahm die Kontrolle über kleinere Rusfürstentümer und machte dabei von allen Mitteln Gebrauch. Einige standen seit über 100 Jahren unter der Herrschaft des Erbfeindes Litauen. Iwan III. War entschlossen, sie zurückzuerobern. 1500 war Moskau mehr als nur eine Stadt oder ein Staat. Es war eine Einheit, die für sich beanspruchte, alle Völker der Rus zu repräsentieren. Iwans Nachfolger Wassili III. Kämpfte, um die Gebiete, die seiner Ansicht nach zu Moskau gehörten, von Litauen zurückzuerobern. Moskau gegen Litauen. Dieser Titel klingt so aktuell, der hätte gestern kommen können, irgendwo als Schlagzeile, aber nein. Wir sind noch bei Age of Empires 4 und erstmal willkommen zurück zur vorletzten Folge der Kampagnenmission. Und ja, wenn man so etwas liest, dann kriegt man erstmal einen leichten Schauer über den Rücken, bevor man merkt, oh nee, das ist ja der Spieltitel und dieser wurde schon längst vor dem Ukraine-Krieg erstellt. Also schauen wir mal, wie spannend das hier wird. Großfürst Wassili III. Entsandte seine Rusarmee nach Litauen. Sein Ziel? Die Eroberung der Festung von Smolensk und die Erweiterung des Einflusses Moskaus. Die Rus-Truppen benötigten eine starke Position, wo sie sich für den Angriff auf Smolensk vorbereiten konnten. Sollte es der Rus gelingen, sämtliche Dörfer einzunehmen, könnte sie ihre Militärgebäude nutzen. Die Reihenfolge der Eroberung musste dabei wohl überlegt sein. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier weiter zocken darf und kann. Besonders kann, weil ich habe nämlich nicht immer so die Zeit, die ich gerne hätte. Und wenn ich zu viele Videos hintereinander mache, habe ich immer so die Befürchtung, die Leute könnten das Interesse verlieren. Obwohl ja meine Stammzuschauer da immer sehr am Ball sind und sich dafür interessieren. Und vielen Dank auch an dieser Stelle für die positiven Rückmeldungen von euch. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und auch dieses Spiel in Zuschauerperspektive wohlgemerkt auch spannend findet. So, nun wollen wir mal gucken, was unser Aufklärer hier so aufdeckt. Wir haben die Aufgabe, hier drei Dörfer zu überfallen. Beziehungsweise zu erobern. Wo wir uns den Kavallerie-, Bogenschützen- und Infanterie-Bonus erstmal verdienen müssen. Das können wir nämlich noch gar nicht bauen.
Das ist ja noch eine spannende Angelegenheit. Na, der konnte gerade noch so hinkommen. So, mal gucken, was da oben ist. Aber weit muss er nicht laufen. Ja, das ist alles befestigt. Gott sei Dank schießt er völlig falsch. Ja, hat auch einiges abgekriegt. Oha, ist gerade noch mit dem Leben davon gekommen. Leider haben wir keinen Anführer, der heilen kann. Nehmen wir erstmal den anderen Reiter. Frage ist, was wollen wir jetzt als erstes erobern? Welche Seite nehmen wir? Mit unserem dreckigen Dutzend hier. Aber irgendwo müssen wir ja mal den Anfang machen und die scheinen auch alle gleich gut gerüstet zu sein. Alle haben ein Tor, alle mindestens ein Wachturm. Soldatentrupps. Die womit wir aber wohl schnell fertig das erste werden. Dorf und erhielten so einen Stützpunkt, von dem aus sie weiter vorrücken konnten. Jawohl. Das Dorf Vjasma hat es Smolensk mit gut ausgerüsteten Infanteristen unterstützt. Speichert. So, hier haben wir erstmal die Infanterie, die wir nachbauen können. Ich denke, das ist ein guter Anfang. So, als erstes werden wir natürlich die Infrastruktur hier ausbauen müssen. Aber hier sind ja reichlich Ressourcen, wie ich gesehen habe. Jawohl. Immer wieder werden wir natürlich angegriffen. Mal gucken, ob das immer nur an dieser Stelle ist oder... auch schon Infanterie nachgebaut und Belagerungsgerät haben wir auch schon die ersten. Hier bauen wir uns noch eine Epoche hoch. Ich glaube, das können wir ganz gut gebrauchen. Und ihr kennt mich ja, das kürze ich natürlich immer ab, ne? Weil, wenn ich das zeigen würde. 3-Stunden-Videos guckt sich keiner an. Das kennt man schon. Überhaupt ist das bei Let's Plays so. Da wird, die ersten Videos werden noch recht häufig geguckt. Und mit jedem Video, was man macht in einem Let's Play, werden die Zuschauer weniger. Also weniger Aufrufe und das passiert sogar Leuten wirklich, die mehrere tausend Abos haben. Und man sieht immer, am Anfang sind immer mehr Leute da und nachher nimmt das stetig ab. Ich habe ja sowieso
keine tausende Aufrufe. Aber ich bin ja schon froh, wenn ich auf 200 komme. Pardon? Aber egal. Die Leute, die sich das gerne anschauen, die bleiben auch dabei. Meine Stammgucker. Sowieso. Stammgucker sind die besten überhaupt. Was ist denn da? Das sieht ja aus wie... bei Asterix und Obelix hier eingeklappt ist. Die Jungs setzten ihren Vormarsch fort und eroberten ein zweites Dorf. Ja, das haben wir auch gleich im Sack. Die haben nichts zu melden. Das Dorf Jelnja hatte eine lange Tradition der Bogenschießkunst. Gegen die falsche Taste gekommen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht mit eingeblendet. Na, mal sehen. Jawohl. Das dritte Örtchen. Dann lassen hoffentlich auch mal die Scharmützelangriffe nach. Ich habe jetzt hier auch gar nicht weiter groß großartig aufgeklärt, weil ich gehe davon aus, das wird hier sowieso gleich sein. Da ist wieder ein Wachturm, da ist wieder das Haus, das Torhaus. Beherrscht nun drei der umliegenden Dörfer. Ja, gegen die Mangel haben die das keine Dorf Chance. Das Dorf Roslavl verfügte über Expertise in der Ausbildung von Kavallerie. Nachdem sie die umliegenden Dörfer unter ihre Kontrolle gebracht hatte, verfügte die Armee der Rus über neue Ressourcen und konnte damit beginnen, den Angriff aufs Modell. So, rein in die gute Stube. Vergesst die Goldkisten nicht. Ah, ne, ist Nahrung drin. Okay, auch gut. Zwei wichtige Handelsrouten hielten. Ja, wir haben auch Kriegermönche, die auch gleich für Heilung sorgen. Solange diese Routen unbedingt mit dabei haben. Konnten die Litauer Gegenangriffe gegen Vassilis Truppen starten. Ein Verbündeter der Rus hatte Kanonen im Dorf Krasnoi stationiert. Sollte die Armee das Dorf erreichen, oha, sollte ja. sie die Kanonen ihrem Arsenal hinzufügen können. Das scheint eine große Festung zu sein. Smolensk. Da werden wir uns natürlich vorher gut wappnen müssen. Aber unsere Ressourcen laufen ja auch echt prima. Unsere Vorräte sind prall gefüllt. Ja, schnell noch die Upgrades durchhauen. Feindlicher Händler hat Smolensk erreicht. Ja, das konnten wir nicht vermeiden. Wir müssen auch erstmal da hochkommen. Die Rus
Bloß schafften es nicht alle litauischen Händler. So, was ist denn da hier mit der... Die gut versorgte Festung startete einen Angriff. Stecken geblieben oder was? So, kommt mal wieder runter da. Die Rus-Armee näherte sich dem Dorf Klasny, wo Vassilis Verbündeter mehrere... Wenn es dann nicht weitergeht, geht's dann nicht weiter, Jungs. Das müsst ihr eigentlich wissen. Das Dorf bereits erobert und hielten es unter ständiger Bewachung. Schön Schluck Energy, damit wir gestärkt sind. Oh. Oh. Meine Freundin sagt immer Bonsche Wasser dazu. Stinkt immer so nach Gummibärchen oder so Zeug. So. Das waren aber noch lange nicht die Stadtmauern. Das war's noch lange nicht. Welche aus den Löchern. Und die haben auch noch Kanonen. Die müssen wir natürlich so schnell wie möglich ausschalten, weil die wirken sich verheerend aus. Und da sind noch mehr. Ach nee, Quatsch, das sind ja jetzt... Ah. Die Rus eroberten Krasny und erweiterten ihre Streitkräfte um eine Batterie aus Kanonen. Wir haben's doch erobert. Und ein wertvolles Forschungszentrum. Jetzt sind die Geschütze auf unserer Seite, da wo sie hingehören. Die werden wir auch noch bitter nötig haben, denke ich. Jetzt geht das gegen die Stadt. Ich glaube, das wird noch spannend. Ja, die Handelskarawane konnten wir jetzt nicht aufhalten, aber ich denke auch mal, das spielt auch keine Rolle. Das ist sekundär. Wir greifen die Stadt ja jetzt sowieso an, ob die noch versorgt werden oder nicht. Boah, dahinter die dicken Stadtmauern. Sind aber hartnäckig. Die Rus-Truppen vernichteten die litauische Versorgungskarawane und begannen Smolensk auszubauen. Selbst mit den Geschützen. Wenn es der Rus gelänge, sämtlichen Nachschub abzuschneiden, würden die Truppen in Smolensk schwach bleiben und nicht zu Gegenangriffen fähig. Auha! Was schlafen die Geschütze denn da? Habe ich doch Angriff befohlen. Aber ist wohl nicht ihre Reichweite.
Mit der gewaltigen Feuerkraft der Rus und ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit konnten die Angreifer die starken Mauern von Smolensk durchbrechen. Jetzt mussten sie nur noch die litauische Armee in der Stadt eliminieren. Der Händler schafft das trotzdem dadurch. Ja, soweit so gut. Wir haben das Tor immerhin durchbrochen. Später dann greifen wir mal von der anderen Seite an. Ja, manchmal reagiert die KI so halbwegs intelligent, ne? Dass die Bogenschützen sich zum Turm zurückziehen und von da aus sich sammeln und schießen. Ne? Ich meine, hat ihnen nichts gebracht, ne? Aber immerhin ein guter Ansatz für eine KI, ne? Okay. Das ist in unserer Hand. Ja, da kommen die östlichen Stadtmauern. So, haben wir für Verstärkung gesorgt, dass das hier auch gleich nahtlos weitergeht. Das heißt, wenn unsere Mann das über die Brücke schaffen, mehr an Hakeln und in der Grafik stecken bleibt. Manchmal. Besonders mit den Belagerungsgeräten ist das manchmal so eine Sache. Ja, wo laufen die anderen denn hin? Ist euch das zu eng da oben? Oder? Ja, manchmal, wenn es zu eng wird, dann weiß die KI nicht so recht, was sie machen soll. Die rennt schon wieder zurück, oder was ist das? Aber die können mit dem Angriffsbefehl irgendwie nichts anfangen. Das ist, obwohl da eigentlich Platz genug sein müsste. Ist hartnäckig, die Mauer. Die Mauer muss weg. Brechen Sie den Widerstand. Die haben auch noch einiges da drinnen stehen. Auha. Stärkung ist eingetroffen. Oha. Unsere Verluste sind hoch, aber letztendlich. Ich denke, oben Kanonen haben wir auch noch. Das ist natürlich. Darum sind unsere Verluste auch so hoch. Ja, wir müssen an die vorbei. Wir müssen
vernichten, sonst werden wir hier nie was. Trotzdem, die Verteidiger sind gut aufgestellt, das muss man mal sagen. Das ist schon eine ganze Masse hier. Kommt nochmal mit einem Trupp von der anderen Seite und trotzdem ist da immer noch. Alter, die Waldfee. Ist da wirklich ständig Truppen nachbauen. Aber wir haben es trotzdem fast geschafft. So, dieser Pulk Reiter und zwei Katapulte. Die haben wir bald im Sack. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich schon mal von euch. Die nächste Folge wird das Finale sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch mit dabei seid. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen. Mit der Eroberung der mächtigen Festung Smolensk war es Großfürst Wassili III. Gelungen, die Ländereien seiner Vorfahren zurückzuerobern. Moskaus Aufstieg zu neuer Größe nahm Fahrt auf.